Stufe und Gregor. Knusper, knusper, Knäuschen, er knuspert an meinem Häuschen. Der Wind, das himmlische Kind. Es war natürlich nicht der Wind, der sich da an dem köstlichen Lebkuchendach zu schaffen machte. Und es war auch nicht das himmlische Kind, das sich herrliches Zuckerzeug vom Fensterladen abbrach. Hänsel und Gretel waren es, die nach 3 Tagen des Umherirrens im tiefen Wald, müde und voll Hunger, an dieses Knusperhäuschen kamen. In ihm wohnte die alte Hexe. Sie tat freundlich, als sie die Tür öffnete und sagte, »Herein, ihr lieben Kindlein, wie kommt ihr denn hierher? Kommt nur herein und bleibt bei mir. Es soll euch an nichts fehlen.« Hänsel und Gretel waren ganz froh, dass die Alte sie in ihr Häuschen bat. Hatten ihre Eltern sie doch im Wald allein gelassen, das 2. Mal schon. Beim 1. Mal hatte Hänsel schlauerweise Kieselsteine auf den Weg gestreut. Die zeigten ihnen den Weg nach Haus. Beim 2. Mal freilich hatte Hänsel Brotkrümel hinter sich auf den Weg geworfen. Und die hatten die Vöglein alle aufgepickt. Als die Alte die beiden nun ins Haus einlud, hatten sie alle Angst vergessen. Die Hexe trug ihnen Pfannkuchen mit Zucker und Äpfeln und Nüssen und Milch auf. Aber schon am nächsten Morgen zeigte die Hexe ihr wahres Gesicht. Sie sperrte Hänsel in einen kleinen Stall und rüttelte Gretel aus dem Schlaf. Steh auf, du Faulenzerin, hol Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes. Er soll fett werden und wenn er fett genug ist, will ich ihn essen. Und alles war ihm nichts. Eines Tages musste Gretel den Backofen heizen und sollte hineinkriechen, um nachzusehen, ob er schon heiß genug sei. Da kam ihr die rettende Idee. Sie stellte sich dumm und ließ die Hexe selbst nachschauen. Als die aber halb in dem dunklen Backofenloch hing, gab Gretel ihr einen Stoß, versperrte die eiserne Tür und die böse Hexe verbrannte. Gretel befreite ihren Bruder und mit den Schätzen der Hexe machten sie sich auf den Heimweg. Von nun an hatten sie keine Sorgen mehr und ihr Vater war glücklich, dass er die beiden wieder hatte.